Das Herbstkonzert des Musikvereins gehört schon traditionell zum Advent in Gaspoldshofen. Es soll Ruhe und ein bisschen Entspannung in die vorweihnachtliche, hektische Zeit bringen. Wie immer waren die zwei Konzerte restlos ausverkauft. Unter der Leitung von Kapellmeister Alois Pabst spielten die Musikanten Stücke von John Williams, Karl Maria von Weber bis hin zu Jim Steinman. Es sind sehr viele Proben. Wir proben jeweils freitags von 20 bis 22 Uhr. Und man kann sagen, im Durchschnitt eigentlich jede Woche einmal. Also das sind 52 Proben im Durchschnitt. Katharina Poli bezauberte als Solistin die Zuhörer. Neben dem Herbstkonzert, dieser Höhepunkt ist im Jahr natürlich ein Frühjahrskonzert. Wir haben die erste Mai-Ausrückung. Wir zu den kirchlichen Feiertagen und zu den anderen Vereinen was anderes. Ein Sportfest wie heuer, das wird natürlich auch musikalisch umrahmt. Und dann ergibt sich einfach im Laufe des Jahres dies und das, wo die Musik gern dabei ist. Philipps Park kann man inzwischen als den bekanntesten Komponisten zeitgenössischer Blasorchestermusik der letzten 20 Jahre bezeichnen. Ich habe kürzlich die Programme der letzten 10 Jahre des Musikvereins Gaspoldshofen durchgeblättert. Ganze 9 Mal wurde dabei ein Werk des Engländers gespielt. Durch das Programm führte Christian Seelinger. Ich bin jetzt das dritte Jahr Obmann, bin 2006 zum Obmann gewählt worden und ja, mir gefällt es. Die Leute sind eine super Truppe, da ist was drinnen und da werden wir in Zukunft natürlich noch schauen, dass wir einiges vorwärts bringen. Der Tanz der Vampire, das Musical, das im Herbst 2009 große Erfolge im Wiener Ronacher feierte, inspirierte den Musikverein für eines seiner großen Werke dieses Abends. Mit dabei waren der Boundless Chor mit den Solokünstlern Kerstin Mitterlehner, Bernhard Baumberger und den Ensemble der Musikschule Gaspoldshofen unter der Leitung von Birgit Angerer. An diesem Querschnitt einer der berühmtesten Musicals waren rund 100 Akteure beteiligt.